Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie und euch ganz herzlich hier begrüßen. Ich stehe weit entfernt. Ich setze es dann nachher auch wieder auf, würde auch alle bitten, wenn es geht, den Mund-Nasen-Schutz auch während der Veranstaltung aufzuhaben. Die beiden werden ihn dann ablegen, weil sonst ist es sehr schwer zu verstehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses schöne Buch von Christian Kosmas-Meyer hier präsentieren, im Rahmen einer kleinen Podiumsdiskussion, The Book of Record of the Palm Capsule. Die Amerikaner sagen Capsule, so wie Kapsel, die Engländer sagen Capsule, also ich sage es amerikanisch. Der Christian ist ein bedeutender Künstler seiner Generation, und was mir besonders gefällt eigentlich an seiner Arbeit, ist dieser geschichtsbewusste Umgang mit der Zukunft. Ich formuliere das jetzt bewusst mal so. Und es ist ja ganz interessant, was er sich ausgesucht hat. Für ein Museum, für das MAK, ist es besonders schön, wenn eine unserer wichtigen Initiativen, nämlich die Einrichtung des Schindler-Stipendiums, dann auch zu schönen Ergebnissen führt. Es ist einige Jahre her, 15 oder wann 14, wann war das so in der Gegend? Ja, 14, das Buch, also die Aktion war dann 15, das Buch kommt jetzt heraus. Wenn eigentlich eine Teilnahme an dem Schindler-Stipendium zu so einer wichtigen Arbeit führt. Ja. Die Palme ist heute, glaube ich, an die 170 Jahre alt und die wichtigste Palme in Los Angeles, und dort gibt es Millionen davon. Das Museum ist noch nicht ganz so alt hier. Wir sind ein bisschen über 150 Jahre alt. Wir haben also 156 oder so. Was auch ganz interessant ist jetzt im Vergleich, im Unterschied aber zu einer Palme, dieser Art von Palme gibt man eine Lebensdauer von bis zu 200 Jahren. Also sie hat noch, wenn es gut geht, 3 Dekaden vor sich. Wir als Museum hoffen natürlich, dass wir noch viel mehr Zeit vor uns haben. Und die Kapsel, die vergraben wurde, die eigentlich eine sehr große Kapsel ist, aus Stainless Steel, wurde mit der Intention vergraben, dass sie im Jahr 2115 ja, wieder das Licht der Welt erblicken kann. Wir hoffen natürlich als MAK auch hier, dass es uns noch 2115 gibt in dieser Form. Wir sind nur einmal umgezogen, die Palme ist dreimal umgezogen, wird hoffentlich dort bleiben, wo sie jetzt ist, bis an ihr Lebensende. Und für mich ist eigentlich deine Arbeit, nämlich was geben wir einer künftigen Zeit mit, was aus einer subjektiven Perspektive stellvertretend ist, auch für unsere Zeit. Was ist stellvertretend, was ist dir auch wichtig, was man wissen soll. Das finde ich einen sehr spannenden Zugang. Wir wissen alle, dass wir nur spekulieren. Ja? Aber die bildende Kunst kann hier natürlich völlig anders spekulieren als etwa das Design oder die Architektur. Wir beschäftigen uns hier im MAK relativ viel mit der Frage, was wird in so und so vielen Jahren sein. Es gab einmal ein Projekt bei der Wiener Biennale hier zu 2051, ein Designprojekt. Ich darf jetzt schon verraten, und es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir es schaffen, aber wir nehmen uns eigentlich für die kommende Wiener Biennale vor, die das Thema Climate Care haben wird. Wir werden erst Mitte Oktober in die Medien gehen damit, aber so viel ist ohnehin schon bekannt. Und eine der Ideen dafür ist eigentlich, rechnen wir 7 Generationen von heute in die Zukunft, dann sind wir in etwa bei 200 Jahren. Und dann sind wir im Jahr 2022, schöne runde Zahl, schöne Zahl. Und wie könnte man jetzt mit Blick auf die Klimakrise, die große ökologische Gesamtkrise, spekulieren, was in diesem Jahr sein wird, ob es uns überhaupt noch gibt als Menschheit, weil es gibt ja einige Thesen, die sagen, wir vernichten uns gerade selbst, ob das jetzt über Viren ist oder über ökologische Entwicklungen, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Ich bin immer jemand, der Active Hope hat, das heißt, ich hoffe, aber ich tue auch was. Ich glaube, es wird uns geben, aber wir haben eine radikale Transformation vor uns. Und uns interessieren immer Künstler, die diese Dimension auch begreifen und die aufzeigen eigentlich, dass die bildende Kunst, speziell auch die bildende Kunst, eine Kunst ihrer Zeit sein muss,
also eine Zeit, eine Kunst darstellen muss, die sich mit den Problemen der Gegenwart und den Lösungen, die wir für die Zukunft brauchen, befasst. Und die trotzdem zu ganz anderen Thesen, Ergebnissen gelangt, als die angewandten Sparten wie Design und Architektur. Ja? Und deshalb verfolgen wir auch sehr genau deinen Weg und genau auch dieses Projekt, aber auch was du sonst tust, deine Zugänge, weil wir glauben, dass von Künstlern wie dir, die sich dieser großen Herausforderung auch stellen, einfach auch wichtige Impulse kommen für die Zukunft. Und in dem Sinn sind wir voll aktiver Hoffnung, dass du auch weiter an diesen Themen dranbleibst. Sie werden mit jedem Tag, wie wir merken, noch gravierender. Meine These kennen ohnehin alle, wir leben in einer neuen Moderne. Es gab in Wien vor 100 Jahren einen wichtigen Teil der letzten westlichen Moderne, nämlich die Wiener Moderne. Wir leben heute natürlich ganz anders. Wir können viel aber auch von einer früheren Moderne und überhaupt von früheren Modernen lernen. Und wir müssen wirklich klug sein, die richtigen Weichenstellungen zu treffen. Und ich behaupte jetzt mal, dass gerade diese nächsten 10 Jahre ganz, ganz besonders wichtig sind, in ökologischer Hinsicht, aber auch in der Hinsicht, wie gehen wir mit einer Viruskrise wie der jetzigen um. Was entsteht daraus? Gibt es überhaupt eine Rückkehr zu davor denkbar? Ich glaube nicht. Wir haben viel dazugelernt auch, obwohl wir alle diese Krise wahrscheinlich verfluchen. Aber trotzdem lernt man daraus. Und wie können wir das, was wir gelernt haben, auch dazu nutzen, die Zukunft besser zu gestalten? Also das sind alles Fragestellungen. Und ich bin sehr gespannt, dann wenn im Jahre 2021/2015 es soweit ist, wie dann auch der Rückblick sein wird und wie auch die Wertbewertung dessen, was wir in den 20er Jahren an Weichenstellungen vorgenommen haben, ausfallen wird. Danke vielmals, Bärbel, auch für deine Betreuung des heutigen Abends und the floor is yours. Danke. Ja, Christian und ich freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind. Ich kenne das Projekt eigentlich schon insofern sehr lange, weil ich auch unter anderem das Schindler-Stipendium in Los Angeles betreue, das heißt alle Einreichungen sichte. Und Christian war ja 2015 in Los Angeles mit diesem Projekt und hatte dort die Gelegenheit dazu zu recherchieren. Ganz generell in deiner künstlerischen Arbeit ist Zeit als Geschichte, als Metapher und Chronologie ein Thema, mit dem du dich ganz stark und immer wieder beschäftigst. Woher kommt diese Faszination? Woher kommt die Faszination? Das ist natürlich nicht so ganz leicht zu beantworten, weil das nichts ist, was mich erst seit Kürzem oder seit ein paar Jahren beschäftigt, sondern immer schon. Und Zeit als Erfahrung dessen, wie man sich in der Welt verortet, mit der eigenen Existenz, mit dem eigenen Leben, ist natürlich die große Dimension der Zeit immer was Faszinierendes für mich gewesen. Also die Auseinandersetzung mit, in der Kindheit schon mit Fossilien, viel herumgegraben und diese Faszination, einerseits einfach einen Stein in der Hand zu haben, andererseits aber sozusagen eine materialisierte Zeitdimension, die man gedanklich kaum fassen kann. Das waren schon immer Dinge, die bei mir irgendwie mich wahnsinnig beschäftigt haben. Gleichzeitig dann aber eben auch dieses Denken über die eigene Zeitlichkeit hinaus, also alles, was mit Zukunftsvorstellungen zu tun hat, Science Fiction und so weiter, war gleichzeitig immer bei mir eine große Faszination. Und diese zwei Pole in Verbindung zu bringen, hat ja auch ein bisschen was mit dem Projekt zu tun vielleicht. Und ganz konkret zur Zeitkapsel als Instrument und Medium. Wann bist du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen? Gab es da ein Beispiel oder einen Anlass? Das kann ich jetzt nicht mal genau beantworten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal auf eine Zeitkapsel
gestoßen bin, aber es ist schon viele Jahre her und der Begriff Zeitkapsel ist ja etwas, was bei uns im Deutschen nicht so, also wir nehmen es oft als Begriff, um so als Metapher damit zu arbeiten, aber was eine konkrete Zeitkapsel ist, ist ja im europäischen Raum lange Zeit gar nicht so bekannt gewesen, weil es nicht wirklich ein europäisches Phänomen war. Ich habe da eigentlich erst in Amerika mich ein bisschen hineingearbeitet in das Thema, weil dort ist es überall zu finden. Fast jeder Amerikaner, mit dem man spricht, hat schon irgendwann einmal in seinem Leben eine Zeitkapsel vergraben, sei es in der Schule oder mit der Familie oder auch in irgendwelchen anderen Kontexten. Aber Time Capsule in den USA ist einfach, da hat jeder sofort irgendwelche Erinnerungen. Und das hat mich fasziniert, ein bisschen mehr hinein zu lesen und mich damit zu beschäftigen, was eigentlich die Bedeutung sein könnte, hinter dem Impuls so etwas zu konzipieren. Und dann habe ich eben auch angefangen, Fotos zu sammeln von Zeitkapselprojekten, die in den USA stattfanden. Und habe mich natürlich auch damit beschäftigt, wann dieser Begriff überhaupt aufkam. Das war so in den 1930er Jahren, wurde zum ersten Mal der Begriff Time Capsule für so etwas verwendet. Und da gab es die Weltausstellung in New York 1939 und dafür wurde diese Zeitkapsel entworfen. Man sieht schon, dass die ziemlich natürlich mit Space Age auch zu tun hat, also auch mit so einer sehr zukunftsorientierten und hoffnungsvollen Blick in die Eroberung neuer Welten und die Zeitkapsel, die ja eigentlich ganz was anderes macht, also eigentlich anstatt hinauf ins All, eher hinein in den Boden, aber trotzdem vom Design her irgendwie so durchaus was Raketenhaftes verkörpert. Und für diese Zeitkapsel, das war so die allererste so richtig komplett durchkonzipierte und durchkuratierte auch. Und die sollte oder soll 5000 Jahre im Boden bleiben, also eine sehr, sehr lange Zeit. Und dafür wurde sogar extra eine eigene Metalllegierung erfunden. Kupferalloy wurde die genannt, die also extra nur für diese Kapsel entwickelt wurde. Also man sieht, da war sehr viel Beschäftigung damit. Und im Zuge dieses Projekts wurde der Begriff Time Capsule dann verwendet. Und das hat natürlich diese Weltausstellung, die wurde von ich weiß nicht wie viel Hunderttausenden von Leuten besucht damals. Und das hat so gewissermaßen so eine Zeitkapsel-Euphorie ausgelöst. Und dann in den kommenden Jahren und Jahrzehnten hat es dann wirklich überall, in jedem Städtchen, in jedem Dörfchen, überall gab es dann plötzlich diese Zeitkapsel-Projekte. Ja. Und das variiert natürlich von zum Teil ganz familiären Geschichten. Also ich mache eine Zeitkapsel für meine Enkel oder Großenkel oder wie auch immer. Und zum Teil sind es eben so richtig größere Projekte. Man sieht, das geht jetzt quer durchs 20. Jahrhundert hier. Oft natürlich hat es auch mit Kindern zu tun, also Kinder, die in Schulprojekten dann das sozusagen als Lehrprojekt, was bedeutet für uns die Zukunft, was stellen wir uns für die Zukunft vor, also hat auch immer so einen gewissen didaktischen Wert. Man sieht auch, das Design der Zeitkapseln variiert natürlich sehr stark, ist auch sehr interessant und verkörpert auch immer ein bisschen die Zeit, in der das dann designt wurde natürlich. Also da könnte man auch eine eigene Designgeschichte der Zeitkapseln eigentlich dokumentieren. Und ich habe mich immer ein bisschen gefragt, warum das wohl in den USA so ein starker Hype war und warum nicht hier? Ja, also in Europa, wenn man so recherchiert zum Thema Zeitkapsel, tauchen immer wieder auf, schon auch Zeitkapseln aus der Renaissance, auch oft in Verbindung mit Turm- oder Kirchenbauten oder eben auch mit ungewollten, also jetzt nicht absichtlich geplanten Enklaven oder sogenannten Zeitkapseln, die erst dann durch die Entdeckung als solche deklariert werden. Ja, also das ist natürlich ein Phänomen, das es schon sehr, sehr lange gibt. Da kann man bis in die Antike hinein Beispiele finden, wo Menschen etwas zu dem Zwecke vergraben haben, dass es Menschen der Zukunft irgendwann finden sollen. Nun wurde der Begriff Zeitkapsel dafür nicht verwendet und was es auch unterscheidet zu diesen modernen Zeitkapseln ist, dass da eben
der Zeitpunkt schon genau definiert wird, an dem es geöffnet werden soll. Also es ist nicht so wie diese Ecksteine in Häusern oder auch im Stephansdom und so weiter, da haben ja auch die Handwerker zum Teil so Nachrichten hinterlassen für die Nachwelt. Aber da ist natürlich eher so eine Offenheit dessen, wann das gefunden wird oder ob es überhaupt je gefunden wird. Aber hier bei den Zeitkapseln ist natürlich ganz genau, man sieht es hier zum Beispiel im Jahre 2061, soll das dann geöffnet werden, sogar genau am 3. März. Also diese genaue Definition hat mich schon auch interessiert bei denen, dass das so genau natürlich auch zeitlich definiert ist in seiner in der Endlichkeit oder in diesem Moment, den man bestimmt, in dem das dann wieder sagen, so eine neue Betrachtung findet. Und von daher ist es natürlich sehr verwandt, aber doch auch was anderes. Und was ich auch sehr interessant fand an deinem Buch, also du siehst das Buch ja auch als Dokument, um das Wissen über diese Zeitkapsel überhaupt erst zu vermitteln. Und das wird ganz oft publiziert zu Zeitkapseln in der Hoffnung, dass die Bücher gelesen werden und dadurch diese Wiederentdeckung überhaupt erst stattfinden kann. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ein eigenes Institut oder eine eigene Society, die gegründet wurde und wo man, wenn man eine Zeitkapsel erstellt, diese auch dort melden kann. Ja, das stimmt. Also das große Problem der Zeitkapseln ist, wie wird sich, also vor allem, wenn sie natürlich über die eigene Lebenszeit hinaus gehen. Also wenn man selbst nicht mehr dafür sorgen kann, dass sie ausgegraben wird, dann ist die Frage, wie wird sich jemand daran erinnern zu dem Zeitpunkt? Denn wenn ich einfach etwas in den Boden grabe und sage, in 100 Jahren holt es bitte wieder raus, dann muss ich dafür sorgen, dass sich dann auch jemand daran erinnert. Da waren natürlich Bücher immer so das bevorzugte Medium, weil wenn man es schafft, diese Bücher in die entsprechenden Bibliotheken oder Bibliothekssammlungen zu bekommen, dann sind die dort normalerweise sehr gut beschützt und werden bewahrt und katalogisiert und im Idealfall stolpert irgendwann jemand wieder über dieses Buch und über das Buch dann zur Zeitkapsel. Deswegen haben diese ganzen großen Zeitkapselprojekte immer Publikationen gemacht, wo natürlich auch die ganzen Informationen darin sind, wann, wo und so weiter. Und das war so ein bisschen auch der Ausgangspunkt für die Publikation, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass ich im Jahre 2115 noch hier sein werde, leider. Und dementsprechend dieses Buch und mein Sohn sind meine größten Hoffnungsträger, dass das dann auch in dem Jahre dann geöffnet wird. Ja. Und du hast die Kapsel auch registrieren lassen in den USA. Ich habe sie auch registrieren lassen, genau. Das ist an der Oglethorpe University. Und die Oglethorpe University in Georgia ist der Ort, wo die erste moderne Zeitkapsel eigentlich konzipiert wurde. Das Ganze heißt Crypt of Civilization. Das war 1937 und ist ziemlich spannend, weil das hat noch nicht so diesen Aspekt der Kapsel als Behälter, sondern der hat einen ganzen ziemlich großen Raum quasi angefüllt mit unglaublich vielen Objekten, Dokumenten. Der Anspruch war wirklich möglichst breitfächrig die damalige amerikanische Gesellschaft abzubilden über Objekte. Und es ist eine riesige Sammlung an Dingen, die dann verschlossen, also der Raum wurde dann verschlossen und soll bis im Jahre 8113, also unglaublich wahnsinnig lange, soll das jetzt geschlossen bleiben. Und an dieser Universität hat sich auch wegen dieser Zeitkapsel dann diese Vereinigung dort gegründet, die jetzt eben dokumentiert, wo auf der Welt es Zeitkapseln gibt. Ja, für dein Projekt in Los Angeles hast du einen Baum gewählt, eine Palme, die ja in Los Angeles nicht heimisch war, sondern aus der Colorado-Wüste quasi in die Stadt gebracht wurde. Und die Palme, auf die du dich beziehst oder auf die sich das Projekt bezieht, ist heute die älteste Palme in Los Angeles. Ja, das stimmt, aber das wusste ich alles überhaupt nicht, als ich da, man sieht sie hier in dem Bild und als ich der begegnet bin, wusste ich das überhaupt nicht. Ich habe die nicht gesucht und ich wusste auch nichts über ihre Geschichte, sondern
Mein damaliger Projektvorschlag für das Schindler-Stipendium war, dass ich Zeitkapseln, eben solche Zeitkapseln, die vergraben wurden und dann nie geöffnet oder nie gefunden, vergessen waren, dass ich die aufspüren wollte. Und das war so ein bisschen, also jetzt im Nachhinein betrachtet, ein bisschen eine wahnsinnige Idee, weil ich quasi die Stadt mappen wollte anhand dieser Zeitkapseln und die dann aus der Versenkung holen quasi. Was ich überhaupt nicht bedacht habe, ist, wie rasant L.A. natürlich als Stadt sich entwickelt hat in ihrer ganzen Geschichte und auch im letzten Jahrhundert natürlich. Und überall, wo ich hingekommen bin, wo ich wusste, da wurde, was weiß ich, vor 50 Jahren mal was vergraben, war mittlerweile natürlich ein Gebäude oder ein Parkplatz oder eine Straße, auf jeden Fall gebaute Fläche. Und es war völlig unmöglich, da jetzt an dieses Ding heranzukommen. Und ich war mir auch nicht sicher, ob es überhaupt dort unten sein würde. Aber es war ein interessanter Beginn und ich bin sehr viel durch die Stadt gefahren. Und eines Tages auch hier an diesem Park vorbeigekommen, der in Downtown LA ist, und bin da zu Fuß hinübergegangen. Und die Palme hat ja nur deswegen meine Aufmerksamkeit bekommen, weil neben mir dieser Stein ist. Und dieser Stein hat seine Plakette. Und auf der Plakette stand mehr oder weniger kurz zusammengefasst, dass diese Palme 1914 an diesen Ort gesetzt wurde und zuvor von 1888 bis 1914 vor dem damaligen Bahnhof in L.A. stand. Und quasi jeder, der nach L.A. kam in der Zeit, und das waren natürlich viele Tausende, die kamen alle mit dem Zug. Und das Erste, was sie sahen, als sie den Bahnhof verließen, war natürlich diese Palme. In der Plakette steht dann, dass sich über diese Position, die sie hatte, so viele Gefühle und Erinnerungen quasi mit dieser Palme verbinden ließen, dass die LA-Bevölkerung nicht wollte, dass sie abgehackt wird, als man den Bahnhof abgerissen hat. Und deswegen hat man sie hierher versetzen lassen, um sie dauerhaft zu beschützen und zu bewahren. So, das ist der Text dieser Plakette. Und das hat mich interessiert, einfach nur dieser Geschichte ein bisschen nachzugehen. Und dann bin ich in Archive gegangen von verschiedensten Libraries, Bibliotheken in L.A. und in Kalifornien. Und da ich von der Plakette natürlich schon wusste, dass es dieser Bahnhof war, vor dem sie stand, habe ich erstmal nach Fotos gesucht von dem Bahnhof. Und zum Beispiel diese Postkarte hier gefunden aus dem Jahr 1905, und man sieht natürlich die Palme hier schön direkt vor dem Haupteingang, so wie es auf der Plakette auch beschrieben stand. Und man kann sich dann denken, also die Leute kamen da raus und dann war da gleich die Palme, und das ist natürlich dieses Versprechen, das L.A. einem immer gibt, also so dieses mediterrane Versprechen eines neuen Lebens, einer neuen Zukunft, das sie dann symbolisiert hat für diese Neuankömmlinge. Aber du hast dann die Geschichte und die Spur der Palme weiterverfolgt, also quasi zurückverfolgt. Ja, es gab dann verschiedenste Fotos von dem Bahnhof. Das geht dann ein bisschen zurück in der Zeit, jetzt 1896. Man sieht, jetzt ist die Straßenbahn noch nicht da. Hier sind noch die Pferdekutschen. Irgendwie hakt es da so. Das ist 1890, ein paar Jahre noch weiter vorne. Also man sieht da schon auch, wie rasant sich die Stadt da auch entwickelt hat, natürlich in diesen Jahren. Ja, und dann kam das Jahr 1888, was ja auch auf der Plakette schon stand, das Jahr, als sie dorthin versetzt wurde. Und dann fand ich auch Fotos, wie man sie wirklich dorthin getragen oder gezogen hat, mehr oder weniger. Also links der Bahnhof. Die Palme, das sind ganz schöne Fotos, wie man sieht, wie die so in so einer Holzbox verpackt, die Wurzeln. Und dann hat man die wirklich dahin gezogen, mehr oder weniger. Und es ist mir dann auch gelungen, also dieses Foto ist dann der Ort, wo sie ausgegraben wurde, also der Ort, wo sie vor dem Bahnhof, vor ihrer Zeit beim Bahnhof war. Und man sieht, hier unten steht San Pedro Street. Und ich habe auch einen Kaufvertrag gefunden von einem Mr. Hamill, der eine der allerersten Farmen hatte in Los Angeles, und der hat die eben 1888 verkauft an die
an diese Zug-Eisenbahngesellschaft. Und dann habe ich nach Fotos gesucht von dieser Hamel-Farm. Ups, das war jetzt eins zu weit. So. Und das ist jetzt auf dieser Hamel-Farm. Jetzt ist man schon beim Jahr 1880. Die kleine hier ist unsere Palme. Und da muss man jetzt wissen, dass natürlich zu der Zeit war L.A. noch um einiges kleiner als heute. Und war wirklich noch so eine Farmertown mit so ein paar Zitrusfarmern, die dort ihre Früchte angebaut haben. Und dieser Mr. Hamel war einer der ersten so Großbauern sozusagen. Und der hat diese Palmen damals aus dem Canyons von der Colorado-Wüste nach L.A. bringen lassen. Denn in L.A. gab es dort keine Palmen. Und das ist das älteste Foto, das ich finden konnte. Das ist 1873, das ist wieder die Palme. Da ist sie noch recht jung. Aber wahrscheinlich kam sie schon Ende der 1850er Jahre an diesen Platz. Ja, und das war natürlich spannend, weil plötzlich hatte ich so die ganze Geschichte von L.A. mehr oder weniger von ihrer Entwicklung als kleines Farmerdorf bis zu der Megacity von heute, konnte ich anhand dieses einen lebenden Organismus erzählen. Und das hat mich natürlich als Geschichtlichkeit interessiert, dass so zwischen dieser Lebendigkeit, dieser Biologie, diesem Körper sozusagen und dann aber diese Geschichte, die sich damit verbindet. Und das war eigentlich so dann der Beginn für alles Weitere. Also deine eigene Zeitkapsel zu machen, die du ja wirklich realisieren konntest. Auch in Verbindung mit einem Projekt in Los Angeles im Rahmen deines Stipendiums, wo du eine Ausstellung gemacht hast und wiederum andere Künstler eingeladen hast, aber auch Theoretiker und Forscher, die unterschiedlichste Beiträge beigesteuert haben. Ja, also das kam dann halt, also wie gesagt, mein ursprüngliches Interesse da, als ich nach L.A. kam, waren Zeitkapseln. Dann stolperte ich über diese Palme, die ja erstmal mit Zeitkapseln gar nichts zu tun hatte. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht diese zwei Sachen verknüpfen? Und der Ursprung war wirklich diese Plakette, weil da ja steht, wir werden diesen Baum permanently preserve, also wir werden ihn dauerhaft bewahren und beschützen hier. Und gleichzeitig werden Palmen aber halt nur 200 Jahre alt und anhand der Fotos konnte ich ja nachweisen, dass sie schon mindestens 170 Jahre alt ist. Und ich war auch mit einem Biologen bei der Palme, der hat die begutachtet und der hat gesagt, so der Zustand, in dem sie ist, so wie er sie sieht, ihr Zustand, wie gesund sie wirkt, schätzt er, dass sie noch vielleicht 15 Jahre leben wird. Also sie ist wirklich am Ende angekommen ihres Lebens. Und dieser Satz auf der Plakette, der würde schon ziemlich bald dann quasi nicht mehr, dieser Anspruch wird bald nicht mehr erfüllt werden können. Aber die Plakette wird bleiben. Ich weiß nicht, was die mit der Plakette machen werden, wenn die Palme dann mal weg ist. Aber mein Gedanke war, vielleicht kann ich da sozusagen einspringen und etwas schaffen, das diesen Anspruch sozusagen in die Zukunft trägt, auch wenn die Palme gar nicht mehr selbst da ist. So. Das war so die Idee und das fing aber dann erst mal 2014 noch, also das hat natürlich sehr lange gedauert, das zu konzipieren und auch die ganzen Genehmigungen zu bekommen, das zu machen. Und deswegen begann das 2014 mal mit einem zum Art Vorspann oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, als Endausstellung des Schindler-Stipendiums habe ich das schon mal quasi vorgestellt als Idee. Es gab in der Ausstellung schon die Zeitkapsel als Objekt, aber noch nicht gefüllt. Mhm. Und es gab alle möglichen Objekte, die man sozusagen braucht, um so eine Zeitkapsel zu machen. Und gleichzeitig habe ich eine Palme dorthin bringen lassen, also ähnlich wie diese historische Palme, wollte ich eine Palme zum Mackie Apartments Haus, das ja von Rudolf Schindler gebaut wurde und was heute eben das Haus für die Schindler Residence, für die Unterkünfte ist.
wollte ich für diese Ausstellung eine Palme dorthin bringen lassen, also auch in dieser Box, so wie ich es von den historischen Fotos kannte, und wollte, dass die dort während der Ausstellung steht. Und das war ganz spannend, wie die dann da angeliefert wurde und dann da nach hinter dem Haus gebracht wurde. Hier oben ist die Ausstellung, muss man wissen, das ist das sogenannte Garage Top Ausstellungsraum. Und hier sind die Wohnungen, das sind Garagen. Und da stand die dann und hat oben quasi in die Ausstellung hinein, also das war dann hier offen und die Blätter sind dann so ein bisschen in die Ausstellung hinein geragt. Und ursprünglich war natürlich die Idee, dass die dann nach der Ausstellung wieder wegkommt. Ich habe dann den Verantwortlichen vom Max Center dort gesagt, ich würde sie ihnen schenken, weil der Abtransport war so teuer, wie die Palme gekostet hätte. Und die erste Reaktion war, auf keinen Fall, die muss wieder weg. Was sollen wir mit einer Palme hier anfangen? Also wirklich total ablehnend. Und dann war aber die Ausstellung und die Eröffnung und alle waren total begeistert von der Palme an diesem Ort. Ja. Und auch die Nachbarn von den Nachbarhäusern kamen rüber und wollten alle diese Palme sehen. Und dann hat sich das komplett gedreht und dann hieß es am nächsten Tag, wir hätten doch gern die Palme da. Und jetzt ist die dort. Das ist nochmal der Blick aus dem Ausstellungsraum. Und jetzt ist sie aber richtig eingepflanzt, wie man sieht, und ist quasi ein Bestandteil des Hauses geworden. Was mich sehr freut, weil es für mich ist so ein bisschen so quasi die so eine Partnerpalme, dieser historischen Palme, die sind jetzt von mir irgendwie gedanklich verknüpft und die steht jetzt eher so am Anfang ihres Lebens und wird noch sehr groß werden wahrscheinlich. Ich bin schon gespannt, wie das da weitergeht. Und die Zeitkapsel in dem Park? Ja, das war dann ein Jahr später, weil das natürlich erstens sehr viel Organisation bedurfte und andererseits, ich ja auch verschiedenste Leute angefragt hatte, etwas für diese Kapsel zu machen. Und das hat natürlich... Wie groß ist die Box? Also man sieht es hier, die ist ungefähr so, wie hoch ist die? Ungefähr so hoch. Das ist das ein Meter mindestens hoch. Und also aus Edelstahl, wasserdicht, luftdicht und so weiter. Also die ist sehr professionell hergestellt worden, sodass man wirklich davon ausgehen kann, dass da auch in 100 Jahren nichts hineinkommen kann. Denn viele Zeitkapseln scheitern ja immer daran, dass die Behälter so schlecht sind, dass wenn man die dann aufmacht, alles, was darin ist, ist komplett verwest von Feuchtigkeit oder so. Da habe ich schon sehr darauf geachtet, dass das hier nicht passieren wird. Und das ist jetzt wieder dieses Garage Top. Und es gab eben dann einen einzigen Abend so eine Art Präsentation, wo man sah, was dann in der Kapsel drin ist. Das war hier so auf Tischen ausgestellt. Und die Besucher dieses einen Abends sind die einzigen, die wissen, was da drin ist, sozusagen. Also auch in dem Buch siehst du jetzt keine Fotos vom Inhalt, da das natürlich nicht für uns konzipiert ist, sondern für die Menschen im Jahr 2115. Und es soll ruhig auch eine gewisse Art des Geheimnisses sein, natürlich, was da genau drin ist. Also du hast schon eine Auflistung und auch eine Materialbeschreibung, aber was es genau ist, bleibt ein bisschen so vage. Und der Zugang war aber eben, dass ich sowohl von wissenschaftlicher Seite, also zum Beispiel der Biologe hat ein Essay verfasst über die Palme und über diese Spezies und auch über sagen diese ganzen Problematiken, die sich mit Palmen im Moment verbinden, auch in Los Angeles, also Stichpunkt Klimaveränderung. Oder die Gestaltung der Stadt. Ja, Palmen sind heute höchst umstritten in L.A. Das kommt ja auch in dem Text vor von Andrew Berardini. Dass also weil sie keinen Schatten spenden? Sie spenden keinen Schatten, was jetzt aber immer mehr gewünscht ist. Und sie brauchen recht viel Wasser. Also viele Menschen glauben, Palmen kommen aus der Wüste, die brauchen kaum Wasser. Das ist genau das Gegenteil. Die brauchen extrem viel Wasser. Und Wasser ist knapp und immer knapper in Kalifornien und dementsprechend wird immer mehr diskutiert, dass man Palmen eigentlich durch andere Bäume ersetzen sollte. Und
es gibt sowieso zwei Fraktionen eigentlich, die Palmenliebhaber und dann die Palmenhasser, so kann man sagen, die darüber diskutieren. Aber es ist absehbar, dass es weniger Palmen geben wird in L.A. in der Zukunft als jetzt. Ja, und also mit der Stadt, L.A. musstest du ja auch sogar einen Vertrag schließen, jetzt für die Zeitkapsel. Das fand ich ganz interessant, dass es auch in dem Buch ziemlich genau erläutert. Ja, also das hat natürlich auch verschiedene Gründe, weil man muss wissen, dieses Land, auf dem das vergraben ist, das gehört dem Staat Kalifornien. Es ist ein öffentlicher Park, der gehört dem Staat. Und jetzt habe ich dieses eigentlich ja Kunstwerk in den Boden gegraben, was für die natürlich ein Problem war, weil das sofort natürlich um Besitztum geht, um Autorschaft und um Besitztum. Und dass ich jetzt diesen quasi ein Besitztum über dieses Land auch haben könnte. Das war natürlich ein großes Problem für sie, denn 100 Jahre sind so ein langer Zeitraum, dass wenn die jetzt, sagen wir mal, in 60 Jahren entscheiden, da wird doch irgendwas hingebaut und dann komme ich und sage, Moment, das geht nicht, denn da ist mein Kunstwerk. So, das war natürlich ein Problem für die. Deswegen musste ich die Besitzanspruch auf dieses Objekt komplett abgeben in dem Vertrag. Ich musste aber auch unterschreiben, dass ich dafür verantwortlich bin, dass der Inhalt der Kapsel nicht illegal ist und dass er auch in den nächsten 100 Jahren, wenn da etwas Illegales, also was jetzt noch nicht illegal ist, aber in den 100 Jahren illegal werden würde, dass ich dafür verantwortlich wäre. Was ich auch einen interessanten Gedanken fand, weil wie können wir erahnen, was in den nächsten 100 Jahren für Gesellschaftsbilder sich verändern oder für politische Systeme sich verändern und was dann irgendwann mal verboten sein wird. Ja? Vielleicht wird alles, was wir unter zeitgenössischer Kunst verstehen, dann verboten sein. Ja? Das ist eigentlich ein unmöglicher Gedanke, sich das da irgendwelche Vorstellungen zu haben. Aber die wollten wirklich jede Unwägbarkeit da festgeschrieben haben in dem Vertrag und das kann man da nachlesen. Ja. Ansonsten ist der Inhalt also natürlich jetzt überhaupt nichts Illegales dabei. Neben diesen wissenschaftlichen Beiträgen sind Samen von der Palme vakuumisiert in einem Behälter. Das heißt, dass man auch in der Zukunft vielleicht dann so ein Zögling da, so ein Nachfahre von der Palme wachsen lassen könnte. Es gibt natürlich die ganze von mir aufgearbeitete historische Seite der Palme, die Geschichte. Aber dann, und das war natürlich das eigentlich Wichtige für mich, gibt es die ganzen künstlerischen Beiträge. Es sind ungefähr 30 Künstler, die meisten aus L.A., die extra dafür was gemacht haben. Und wichtig war mir jetzt auch, dass die wirklich bei der Palme sein konnten, dass die dort vor Ort waren, dass sie sich die Situation angeschaut haben, dass die mal einfach diese Ausstrahlung sozusagen mal nicht nur im Foto hatten, sondern vor Ort waren. Und dann natürlich sich mit dieser Zeitlichkeit auseinandersetzen mussten. Denn normalerweise machen wir Künstler ja Werke, von denen wir ausgehen, dass das Publikum dafür innerhalb der nächsten, sagen wir spätestens innerhalb der nächsten paar Jahre auf diese Werke treffen werden und dass man diesen Diskurs zwischen einem selbst, der das jetzt produziert hat und demjenigen, der es rezipiert, dass es da irgendwie so eine Art Diskurs auch geben kann. Und in dem Fall war es aber jedem klar, man macht es für jemanden, der noch nicht mal geboren ist. Also diese völlig andere Vorstellung auch von seinem Gegenüber. Und das hat irgendwie zu ganz interessanten Diskussionen geführt mit den Künstlerinnen, die dafür etwas gemacht haben. Und die Beiträge sind sehr unterschiedlich. Also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da jeder Beitrag irgendwie sich direkt auf die Palme bezog, sondern das waren auch Beiträge, die sich wirklich einfach mit Fragen der Zukunft beschäftigt haben. Zum Beispiel Andrea Fraser, die hat so einen Katastrophenfilm
in dem L.A., also in so einer Zukunftsvorstellung, in der L.A. von so Naturkatastrophen zerstört wird. Den hat sie reingegeben als DVD, inklusive einem DVD-Player, in der Annahme, dass es das, diese Geräte nicht mehr geben wird in 100 Jahren. Also das sind eher so quasi Anklänge daran, an diese Unsicherheit der Zukunft. Es gab, gibt aber auch, ein Beitrag hat sich eher so mit der Frage der Naturveränderung, Klimaveränderung beschäftigt. Dann sind aber viele Beiträge wirklich auch, wirklich die so Material von der Palme verwendet haben, in Bronze gegossene Palmblätter. Also die Zugänge sind extrem unterschiedlich gewesen. Und das ist auch das Schöne daran, dass es eigentlich die Palme ja auch nur als Anlass nimmt, über solche Sachen, Fragestellungen sich auseinanderzusetzen und dafür eine Form zu finden, die man dann in so einen Behälter gibt. Und das ist dann in so einer Art Zeremonie, machen wir jetzt ein bisschen weiter, also hier ist nochmal die Kapsel, wie sie dann vor Ort schon geschlossen, da ist jetzt schon alles drin. Man sieht, das hat auf dem Deckel natürlich auch so eine Gravur, damit nochmal klar ist, was ist das, wann wurde es vergraben, wann soll es wieder aufgemacht werden. Hier ist jetzt nochmal der Ort, hier ist die Palme und das ist wirklich nur ungefähr 3 Meter entfernt, hier ist das Loch. Da hinten ist übrigens das Kolosseum, das sehr bekannte Stadion von den Olympischen Spielen. Und dann gab es so eine Art Zeremonie, also hauptsächlich halt mit den Künstlerinnen, die beteiligt waren. Und dann ging es ins Loch hinunter. Man sieht also relativ tief vergraben, gut vergraben. Und dann kam die Erde drauf. Das ist stark Rituelles. Ja, es war irgendwie, es war nicht so intendiert, ganz ehrlich gesagt. Aber als man dann so stand und als das dann so, als dann so Schritt für Schritt diese Prozedur gemacht wurde, da hatte jeder plötzlich so eine, so ein Gefühl bei irgendeinem Ritual oder also vielleicht auch bei einem Begräbnis oder so. Also aber auf jeden Fall irgendwie so ein leicht spiritueller Moment war das dann plötzlich, ohne dass sich das wirklich so gewollt hatte, aber es ist doch diese Vorstellung, dass dieses Ding jetzt da 100 Jahre da unten bleibt und mit ihm diese ganzen künstlerischen Projekte und Produkte, das war irgendwie ein seltsamer Moment, dieses Loslassen und so dieses. Und hast du festgelegt, was dann passieren soll? Also Nein, es soll geöffnet werden und dann, das ist ja das Spannende, dass man dann natürlich nicht weiß, was dann damit gemacht werden wird und ich weiß, also ich kann ja nicht mal, das Schöne an dem Ganzen ist ja, dass man all diese Dinge nicht beantworten kann. Ich kann dir nicht beantworten, ob es LA überhaupt noch geben wird dann, also ich gehe schon davon aus, aber wer weiß das schon, also wenn man in den letzten 3 Tagen die Nachrichten gesehen hat, wieder alles brennt, wie verrückt, ja. Und ich habe auch einen guten Freund, dem ist sein ganzes Haus abgebrannt. Die ganze Luft ist komplett in Rauch in LA gerade. Es ist richtig gespenstisch. Also es ist ja echt wirklich alles offen im Moment. Und das war ja auch so ein bisschen mein Interesse an dieser Zeitkapsel, weil natürlich, diese historischen Zeitkapseln, die ich euch gezeigt habe, die kommen alle aus diesem 20. Jahrhundert, aus dieser Haltung heraus, dass die Zukunft eine gute und eine bessere werden wird und dass man so am Beginn einer goldenen Ära steht, wo die Technik und die Wissenschaft und der Kapitalismus einen, jede Generation wird es noch besser haben und noch besser. Das ist wirklich ja auch der Hintergrund dessen, dass man glaubt, meine Gegenwart ist so bedeutsam und so wichtig, dass ich jetzt für die Leute der Zukunft hier so eine Sammlung herstelle, damit die mal einen Einblick kriegen, wie war das damals. Wenn ich glaube,
meine Generation oder ja, meine Zeit ist eine schreckliche und wir machen alles kaputt, dann komme ich wahrscheinlich nicht so schnell auf die Idee, sowas zu machen. Und aber genau in so einem Moment dann nochmal zu schauen, was bedeutet es, so eine Zeitkapsel zu machen, das hat mich eben natürlich gerade interessiert. Und danke. Mich würde auch interessieren, gibt es Fragen aus dem Publikum an Christian? Sorry. Will die Stadt denn, du hast vielleicht Leute bewusst gemacht von der Zeitlichkeit dieses Baums, haben die dann vielleicht vor, um einen Saatling von dem Baum wieder neu zu pflanzen, wo der steht, wenn er, wäre das nicht auch eine Möglichkeit, um dies zu verlängern? Oder? Also ich weiß es, ich habe nichts davon gehört, dass die diesen Gedanken hätten. Ich hoffe es nicht, weil mir wäre es lieber, also mir gefällt ja der Gedanke, dass wenn dieses Ding da mal aufgemacht wird, hoffentlich, dass kein Mensch sich an diese Palme erinnern wird. Die ist weg, die ist dann schon 90 oder 80 Jahre weg und da wird sich niemand dran erinnern. Und das ist ja schon auch so, dass da so etwas aus dem Boden herauskommt und plötzlich so eine Geschichte aufmacht, die eben, an die sich keiner mehr erinnert. Das ist dann natürlich eine ganz andere Faszination für mich und gleichzeitig aber auch eben so über diese Beiträge, die eben sehr stark auch von künstlerischer Seite kommen, dass es eben auch nicht nur darum geht, jetzt diese Geschichte der Palme zu erzählen, sondern eine viel breitere, viel größere Geschichte, die, wo die Palme ja eher fast schon so eine Art Mythos vielleicht wird, aber um die herum man eben wirklich eben so eher diese Fragen aufwerfen kann, was kann Kunst auch, wie kann Kunst auch mit so einer langen Zeitlichkeit operieren, zu einer anderen Perspektive, wo sie sich auch irgendwie anders in Frage stellt vielleicht darüber, dass sie sich mit so einer ganz anderen Zeitdimension in Beziehung setzt. Und mir wäre es lieber, da käme kein Baby hin. Was Sie heute sagen, okay. Naja, dass Sie sagen, dass man in 100 Jahren nicht mehr weiß, was dort war, das glaube ich weniger. Denn Sie haben einen Vertrag mit Kalifornien und wer die amerikanische Bürokratie kennt, der hat eine Vorstellung, dass dort an sich nichts verloren geht. Man muss es nur wieder finden in dem ganzen Kramurdel. Nein, aber meine Frage ist eher die, da ist es also nicht irgendein Pflock oben drauf, aus dem erkennbar ist oder eine Marke mit den Koordinaten oder sowas, sondern das ist gegebenenfalls ein Zufallsfund, wenn dort umgegraben wird oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe schon die genauen Koordinationen natürlich, also die genauen Geodaten, die sind in dem Buch vermerkt und die sind auch in dieser, was die Bärbel vorhin erwähnt hat, diese Time Capsule Society, die also die ganzen Zeitkapseln dokumentiert und auflistet, dort sind die auch genau vermerkt. Und sollte es diese Universität und diese Gesellschaft dann in 100 Jahren noch geben, dann werden die, also bei denen wird dann der Computer aufleuchten im Jahr 2115 und sagen, da ist diese Zeitkapsel in L.A., die wäre jetzt dran und die würden dann die zuständigen Leute darüber in Kenntnis setzen und die würden dann hoffentlich dann das veranlassen, dass es ausgegraben wird. Aber das ist, wie gesagt, das kann ich nicht kontrollieren, ich kann nur versuchen, so gut wie möglich das bekannt zu halten. Das ist die größte Chance, dass es dann auch zu dem Zeitpunkt dann auch dazu kommt. Aber vielleicht bleibt es auch für immer da unten. Ist auch durchaus möglich. Du überlässt... Das ist das Konzept, das du charakterisiert hast. Der Ordnungspunkt ist die Koordinaten, wo das festgelegt ist. Aber du überlässt das Objekt natürlich auch allen gesellschaftlichen Irrationalitäten, weil in 40 Jahren ist es ein hochbegehrtes Kunstobjekt, das
durch deine Bemühungen an Wert zugenommen hat. Und Grabräuber machen sich auf den Weg und sondieren das Objekt wie in den Pyramiden von Gizeh, finden den Gang und knacken das vor der Zeit. Das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario, aber wie tief liegt denn das drinnen? Ja, hast du es eh gesehen, also ist auch nicht so tief, ja? 2 Meter vielleicht oder so. Also kann man schon ausgraben, klar. Es wäre ein anderer möglicher Ausgang. Wobei das natürlich schon auch so ein Park, State Park ist, der relativ viel Security auch hat. Also ganz ungefährlich wäre es nicht. Aber ja, auch nicht auszuschließen. Weißt du, ich hab das jetzt losgelassen. Für mich ist das jetzt weg. Ich habe keinen, in dem Vertrag steht, das gehört nicht mehr mir. In 100 Jahren bin ich nicht mehr hier. Für mich ist es jetzt, egal was kommt, es ist gut. Egal was kommt, so muss es dann sein. Das ist genau das, worum es mir da ja auch geht. Also dieses, auch mal die Kontrolle wirklich völlig verlieren über etwas und es so einem Zeitstrom anvertrauen, den ich nicht kontrollieren kann. Und das ist irgendwie... Es ist ja eigentlich, eine Zeitkapsel zu machen, ist wie so Archäologie in die Zukunft zu denken. Normalerweise ist Archäologie etwas, das man eben, wo man in die Vergangenheit gräbt, und dann findet man etwas und da vergräbt man etwas, das in der Zukunft ausgegraben werden soll. Also man geht in die andere Zeitrichtung und das akzeptiere ich dann jetzt einfach so und lasse das los und wenn die Grabräuber kommen, dann sollen sie kommen. Meine Frage ist eigentlich eher pragmatischer oder praktischer Natur, hängt sich aber an das an, was Heinrich gefragt hat. Vielleicht hast du es erwähnt, ich habe es nicht gehört. Wie schwer ist diese Kapsel? Können das 4 Menschen wegtragen oder braucht man dafür eine technische Gerätschaft? 4 Menschen können das schon wegtragen, ja. Also auch... Auch 2 starke können das wegtragen. Okay, sogar 2. Du hättest ja damit, indem du sagst, die hat ein Gewicht, das so schwer ist, dass man dafür ein technisches Gerät braucht, einen Kran, damit hättest du dieser Idee, die Heinrich hatte, sozusagen etwas vorbeugen können, indem du sagst, man kann die nicht einfach so wegtragen. Aber das ist gar nicht dein Anliegen gewesen, oder? Extra noch ein paar schwere Sachen reinlegen. Also Platten reinlegen. Ich habe an sowas überhaupt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, ob das jemand vorher rausholen könnte und da Wert generieren könnte, das war mir nie im Kopf. Es wäre eine ziemliche Operation, dieses Loch da auszugraben. Da ist man schon irgendwie sicher eine Stunde am Graben. Und wie gesagt, da gibt es Securities, die da immer rumlaufen, auch nachts. Ich glaube nicht, dass das unbeobachtet funktionieren könnte dort. Aber... wie gesagt, wenn es passiert, dann wäre das auch so. Und das ist bei Zeitkapseln, wenn sie im Boden sind, sind sie im Boden. Ja? Dann kann es dann nicht daneben stehen und 100 Jahre drauf aufpassen, sondern das ist dann wirklich, ja, das ist dann der Moment, wo die Zeit übernimmt. Ich finde irgendwie ganz interessant, wenn man überlegt, ganz außerhalb von Zeitkapseln, dass man Kunst macht und das kommt vielleicht sogar ins Museum, was passiert damit in 100 Jahren? Und da gibt es immer noch Tendenzen, manchmal zu glauben, hoffentlich ist es in 100 Jahren auch noch was wert. Aber bei dieser Arbeit habe ich den Eindruck, dass es eben ganz stark um das geht, was du in der Gegenwart um dich herum hattest. Und ich finde auch toll, dass diese Künstler alle mitgemacht haben. Die geben ja auch so einen bestimmten Kontext vor, wie man das lesen kann, aber irgendwann kann man das ja gar nicht mehr lesen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, dass das ja eben an dieser Gesellschaft angeschlossen ist und nicht an einer Kunstinstitution, die jetzt sagen wird, in 100 Jahren, falls die dann noch gibt, man buddelt das aus. Also dass diese Projektion in die Zukunft eigentlich überhaupt nicht so relevant ist an diesem Teil und es viel relevanter ist, dass man das gar nicht festlegen kann. Ja, genau. Also so sehe ich das auch.
Und das ist keine Institution, die das, der das gehört oder die das betreut oder die, oder ja, das ist auch keine Ausstellung. Ja, also das ist, all diese Dinge zählen da nicht oder sind keine Begrifflichkeiten, die ich verwenden würde. So, das ist jetzt in einer Art Pause oder in einer Art Schlaf oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Und ich habe immer so dieses Bild vor Augen, dass das dann so eh eigentlich wie so ein Samen dann aufgehen könnte, weißt du, so, wenn man das dann aufmacht und die Dinge rausholt und dann entfaltet sich so ein Kosmos von all diesen kleinen, relativ kleinen ja, Objekten und Geschichten. Und natürlich, da sind dann auch, also der Heinrich hat natürlich recht, da sind dann natürlich auch Künstler dabei, da weiß man jetzt auch schon, die sind irgendwie, die werden dann wahrscheinlich auch in 100 Jahren auch noch bekannt sein oder werden irgendwie in der Kunstgeschichte sehr verankert sein und dann werden genauso Künstler und Künstlerinnen dabei sein, die man dann vielleicht, die einem dann nichts mehr sagen. Und das war auch nie so zusammen kuratiert oder so, dass ich da irgendwelche Gedanken daran hätte, gehabt hätte, was steigert da Wertigkeiten oder was ist so ein. Es war wirklich eher so die Überlegung, welche Künstler sich auch mit so einer Frage wirklich am interessantesten beschäftigen würden oder haben so einen offenen Zugang auch zu solchen, zu so ganz anderen Herangehensweisen. Und das hat sich dann, daraus hat sich dann die Auswahl ergeben. Und dass die dann alle, also es haben eh nicht alle mitgemacht, die ich gefragt habe, es haben auch welche gesagt, das ist ihnen zu komisch oder sie wollen da nichts in den Boden geben oder so, das gab es auch, gell? Und das habe ich auch verstanden und akzeptiert. Also es kann ja auch durchaus unangenehm sein, dass man das Gefühl hat, das Kunstwerk wird, weißt du, geht da in den Boden hinein und man weiß nicht, ob es jemals wieder rauskommt oder wer das dann in der Hand hat. Und also bestimmte Künstlerinnen und Künstler haben da auch ein Problem damit, dieses Loslassen. Ja, also das hat mich extrem gefreut, das mit dem Mark Petzinger Verlag dieses Buch zu machen, weil die haben eine Reihe gegründet, erst vor kurzem, die Black Forest Library. Und das hat zwei Gründe, warum mich das angesprochen hat. Erstens bin ich selbst unweit des Schwarzwaldes geboren. Und zweitens ist natürlich Schwarzwald und Palme ist irgendwie eine ganz schöne und vielleicht auch etwas seltsame Kombination. Und in dieser Reihe machen sie eben Publikationen, wo die Kunst so ein bisschen im Zwischenbereich zu anderen Disziplinen sich so Berührungspunkte bietet. Und da hat das natürlich super reingepasst. Und die Astrid Seme hat das Design gemacht. Das ist wirklich toll, richtig fantastisch, finde ich. Und dann gibt es zwei Texte in dem Buch. Der eine ist von Andrew Berardini. Das ist ein Schriftsteller und Kunstkritiker, richtig so in L.A., also einer der Menschen, die mir am meisten so als L.A., wie soll ich sagen, Angelino nennen die sich ja, also ein richtiger Angelino ist, der dort aufgewachsen ist, der die Stadt echt aus dem FF kennt und der deswegen natürlich besonders toll darüber schreiben kann, auch über die Veränderung der Stadt, welche Bedeutung Palmen eigentlich für die Bewohner dort haben. Weil jeder Bewohner von L.A. hat so einen ganz besonderen Bezug zu Palmen. Es ist nicht, das hat nicht nur mit dem Baum an sich zu tun, sondern wirklich mit dem Lebensgefühl und mit dem, was L.A. ausdrückt, was es sein will. Und das bringt er wunderbar, finde ich, auf den Punkt in seinem Text. Und er spricht aber auch eben so diese ganzen Veränderungen an, die da im Moment stattfinden. Dann gibt es natürlich die Historie, die ich euch erzählt habe. Dann gibt es einen zweiten Text von Jeff Tuck, der eigentlich für die Kapsel geschrieben wurde. Das ist eher ein poetischer Text, wo die Palme selbst spricht und über ihr Leben erzählt. Jeff Tuck ist mittlerweile also zwischen Kapsel und Buch verstorben. Das ist auch so ein bisschen ein Dokument von jemand, der sozusagen schon, der in die Kapsel noch involviert war, aber schon nicht mehr hier ist. Und dann gibt es hinten, dann im hinteren Teil, das sozusagen die ganze Info, also was ist die Kapsel, wie groß ist die, welches Material, was ist drin, der Inhalt. Ja, das sind so immer eigentlich nur
Name, Titel und Materialangaben. Und dann gibt es eben diesen Vertrag, von dem wir vorhin erzählt hatten, in dem drin steht, was ich alles unterschreiben musste, damit es realisierbar war. Genau. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Buch und bin froh, dass wir euch das heute vorstellen dürfen hier. Ja, dann danke fürs Kommen. Wenn Sie möchten, das Buch gibt es im Mag-Shop und es ist auch zur Ansicht hier auf dem Büchertisch ausgelegt. Schönen Abend noch. Applaus